Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Wir schließen mit diesem heutigen Entschließungsantrag eine 18-monatige Arbeit ab. Ich möchte es mal danken all denjenigen, die sich an dieser Arbeit beteiligt haben, innerhalb der Kommission selbst. Zum einen die Vertreter aus den Fraktionen, zum anderen die Vertreter aus den kommunalpolitischen Vereinigungen, zum dritten die Vertreter aus den kommunalen Spitzenverbänden und selbstverständlich auch die Mitarbeiter aus den einzelnen Fachministerien. Und ich glaube, dass wir in der Summe ein gutes Ergebnis erreicht haben. Und das wird auch deutlich, wenn wir uns den Entschließungsantrag ansehen, der weit getragen wird von den Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP. Auf die Piraten gehe ich gleich noch ein. Und ich sage das auch deshalb, weil nicht alle Empfehlungen 1:1 Gegenstand des Entschließungsantrages sind. Ich denke hier an die Frage der Mindestfraktionsgrößen. Aber es macht deutlich, dass es sehr wohl einen Konsens gibt, bezogen auf das Gesamtarbeitsergebnis in diesem Zusammenhang. Es gibt ohne Zweifel einen Handlungsbedarf. Herr Dellstroh, Sie haben es gerade aufgezeigt. Ich will das mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Eine berufstätige Ratsfrau, alleinerziehend, so 9 Jahre alt, Arbeitszeit 7:30 bis 16 Uhr, Kernarbeitszeit 9 bis 15 Uhr. Sie hat eine Anfahrtzeit von 30 Minuten bis zum Rathaus. Und wenn man sich dann die entsprechenden Satzungen ansieht, dann stellt man fest, dass der Arbeitszeitausfall von 14:30 Uhr bis 16 Uhr nicht finanziert wird. Warum? Es gilt die Kernarbeitszeit mit der Konsequenz, sie muss tatsächlich einen entsprechenden Verdienstausfall hinnehmen. Das Zweite ist, sie hat normalerweise um 16:30 Uhr ihren Sohn abgeholt. Geht nicht. Man muss sich um die Kinderbetreuung kümmern. 9 Jahre alt. In Mülheim ist es so, dass sie erst dann Anspruch auf Kinderbetreuungskosten hat, wenn ihr Sohn nicht älter als 8 Jahre alt ist. Heißt, er fällt von vornherein raus. In der Gemeinde Holzwickede als Beispiel greift die Regelung bis 11 Jahren. Und sie kriegt in Mülheim zugestanden Kinderbetreuungskosten pro Stunde von 7 €. In Holzwickede sind das 8 €. Und wenn Sie jemanden ansprechen, beispielsweise einen Student, Studentin in diesem Zusammenhang, und sagen, kannst du mir eine entsprechende Hilfestellung geben, dann sagt er, mit 15 € bist du dabei, aber nicht für 7 oder für 8 €. Und wenn sie in diesem Zusammenhang eine pädagogische Kraft bittet, dann ist sie bei 20, 25 €. Oder anders formuliert, die gute Frau, die sich politisch ehrenamtlich engagiert, zahlt wirklich drauf. Das wollen wir ändern. Und das haben wir auch in weiten Bereichen des Berichtes in der Ehrenamtskommission deutlich gemacht. Und das ist dann auch ein Auftakt, den wir hier im Rahmen des Entschließungsantrags aufgreifen. Kommen wir zu den Piraten und den Entschließungsantrag, der hier vorgelegt worden ist. Herr Herrmann, Sie umschreiben diesen Antrag mit der Formulierung, das Füllhorn wird über einzelne Ratsmitglieder ausgeschüttet. Wissen Sie, wenn ich mir vor Augen führe, dass Sie Land auf, Land ab technische Fraktionen mit anderen Gruppierungen gebildet haben, mit der Zielsetzung, über eine entsprechende Fraktion Zuwendungen der öffentlichen Hand, sprich der Kommune, zu erhalten. Da kann ich nur sagen, Sie predigen Wasser, in Wirklichkeit trinken Sie Wein. Und dann reden wir nicht von 200 € zusätzlicher Aufwandsentschädigung für einen Ausschussvorsitzenden in einer Gemeinde bis 150.000 Einwohner oder in meiner Gemeinde mit mehr als 450.000 Einwohner 306. Wir reden dann über mehrere 10.000 €, die in diesem Zusammenhang Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und selbstverständlich nehmen Sie auch nicht zur Kenntnis das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster, meine ich, am 19. Juni 2013 getroffen, wo unter anderem ausgeführt worden ist, Fraktionsgemeinschaften setzt voraus, dass ein gleichgerichtetes Wirken auf der Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung bereits vorliegt. Und das ist nur dann glaubhaft, wenn es ihren sichtbaren praktischen Ausdruck gefunden hat. Also selbst die Rechtsprechung sagt in diesem Zusammenhang, das geht normalerweise so nicht. Und insofern ist es schon verwunderlich, dass Fraktionsgemeinschaften, wie sie in der Vergangenheit gebildet worden sind, von den Beteiligten dann auch entsprechend genehmigt worden sind. Was Sie mit Ihrem Antrag verfolgen, das ist die Intention. Sie schüren Sozialneid. Sie bedienen sich eines populistischen Vokabular, ja. Und Sie leisten letztendlich dem politischen Ehrenamt einen Bärendienst. Vielen Dank.